Sie waren immer kritisch gegenüber der DDR und haben das auch öffentlich geäußert. Ja. Wenn Sie vielleicht mir ein, zwei Beispiele nennen könnten, was Sie kritisiert haben, nenne ich es jetzt mal, was Sie an dem DDR-Staat kritisiert haben. Also natürlich, dass man keine sogenannten Auslandssender hören durfte, also RIAS zum Beispiel, das war ganz, ganz schlimm. Also keine Meinungsfreiheit. Und dann dieser Abschnitt, wo Jugendliche eben so versucht wurden, sich auch vormilitärisch schon irgendwie ein bisschen zu orten. Und dann natürlich 1956 die Kollektivierung und all die schlimmen Dinge, die da passiert sind. Und das habe ich dann auch beim Namen genannt. Ganz unverfroren. Und auch Zeichen gesetzt. Die sind ja zum Beispiel auch nicht zur Wahl gegangen. Ja, also das war. Aber wir haben. Mit dem Bürgermeister hatte ich übrigens ein recht gutes Verhältnis, wenn man das sagen darf. Denn dieser Bürgermeister war ein echter Kommunist. Er saß im Buchenwald. Und da ich ODF war, Opfer des Faschismus, haben wir uns auf dieser Linie natürlich verstanden. Und was soll ich damit sagen? Und ein Wahlleiter hat mir dann im Auftrage des Bürgermeisters gesagt, können Sie uns nicht irgendwas Schriftliches geben? Denn wir müssen uns verantworten gegenüber dem Bezirk etwa, dass wir nicht genügend Überzeugungsarbeit geleistet haben. Und schreiben Sie irgendwas, warum? Und das haben wir dann gemacht. Und dieses Schriftstück gebe ich Ihnen noch aus meinen Tagebuchskizzen. Das sagt es treffend. Und so ähnlich haben wir dann auch in den nachfolgenden Jahren immer gehandelt, meine Frau und ich gemeinsam. Gab dies Konsequenzen für Sie und Ihre Familie? Naja, schon, aber was soll ich da jetzt aufzählen? Unsere Kinder hatten es dann in der Schule auch schwer. Aber mit dem Schulleiter, den man vielleicht so als 150 oder 200-prozentigen Genossen bezeichnen müsste, habe ich dann, wir haben dann ein gangbares Miteinander irgendwie geschafft. Das hing also damit zusammen, die LPG, die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, hatte Kummer mit den Kartoffeln, weil der Kartoffelkäfer große Schäden. Und da habe ich meinen Konfirmanden gesagt, also wisst ihr, kommt ihr mit, ich bin mit dabei. Und da
sind wir losgegangen und haben also uns da betätigt. Oder wenn irgendetwas war, oder ich will das mal so sagen, bei den Kumpels, es war ja Braunkohlentagebau, ja, war jeder angesehen, dem man nicht erklären musste, was man mit einer Schaufel macht. Und an der Schule musste beispielsweise etwas angebaut werden. Und da habe ich dem Schulleiter gesagt, also wenn Sie mich als Fluchtenmaurer einstellen, dann mache ich mit.